Ich weiß noch, wie damals mein Ex-Mann mittlerweile damals irgendwann mal gesagt hat: Magst du nicht mal ein bisschen kürzer treten? Ja, so und nur die Hälfte davon machen. Da habe ich ihn angeschaut und habe gesagt: Ich habe jetzt die Möglichkeit. Eben. Ich weiß nicht, ob diese Möglichkeit Und wenn es jemals Spaß macht wiederkommt. und Ja, und es macht Spaß, es bringt uns gutes Geld. Warum? eben. Ja. Ja. Gibt gar Nee. keinen Grund, ne, dann Nö. aufzuhören, wenn es gerade läuft, ne? Genau, Eben. genau. Genau, und dann ging ja dein Weg zur Weltmeisterschaft sogar weiter, ne? Ja, wobei das hat ja noch eine Weile gedauert. Also es war schon ziemlich schnell alles. Ja, ich war dann in Frankfurt auf Meisterschaften, in Düsseldorf, habe 4 Jahre hintereinander Nail Designer des Jahres gewonnen und so weiter. Und damals habe ich noch davon geträumt, im Ausland bei einer Meisterschaft teilnehmen zu können. Und ja, und irgendwann ist eine Firma auf mich aufmerksam geworden und für die ich dann auch gearbeitet habe für eine Weile und als Schulungsleitung wie auch Vertrieb. Und die haben mir tatsächlich ermöglicht, ins Ausland zu kommen und dort auch Seminare zu halten. Genau, du warst in Und China, glaube ich, in ne? Korea, In genau. Mehrfach in Korea, Korea Australien, gewesen, glaube ich, auch, ne? Australien, in Amerika habe ich Ja. getourt. Genau. Und auch an den Meisterschaften teilgenommen. Ich weiß noch, wie ich einmal für 4 Tage Amerika, Sacramento, 2 Tage aufgetreten, also eine Meisterschaft mitgemacht und dann wieder zurück. Ja. Und Wie ist das denn mit so einer Meisterschaft? Kann man sich da nicht einfach anmelden und loslegen? Oder wie ist das? Gibt's da erstmal, musst du erst deutscher Meister werden und dann kannst du an der Weltmeisterschaft teilnehmen? Oder wie läuft das? also grundsätzlich ist es so, ich würde nicht gleich mit einer internationalen Meisterschaft Ja, klar, beginnen. logisch. Ich würde mit einer regionalen Meisterschaft beginnen, um einfach seinen Standpunkt zu finden. Davor muss man natürlich viel trainieren. Das ist wie auch in den ganzen Sportarten ja auch so. Man muss erstmal herausfinden, was ist mein Steckenpferd. Gibt es wahrscheinlich auch viele, viele Kategorien, oder? Genau, Ja. genau. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele. Damals gab es noch nur French oder halt Nail Art. Und mittlerweile gibt es Zuckoff und was weiß ich was. Und auch im Nail Art ganz viele unterschiedliche Kategorien. Dann gibt es ja noch die Divisionen, das heißt Anfänger, Fortgeschritten und halt eben schon einer Erfolgreicher, der schon Pokale abgeräumt hat, ja, so Preise abgeräumt hat, egal ob es erster, zweiter oder dritter war. Und genau, und das ist halt aber auch so, dass jeder Veranstalter seine unterschiedlichen Regeln hat. Ja, also diese Ausschreibungen, die sind ganz wichtig, die muss man durchlesen, ob man sich damit überhaupt identifizieren kann oder nicht. Um dann zu entscheiden, möchte ich da auftreten. In Deutschland selber gibt es aktuell die Beauty International in Düsseldorf, Düsseldorf. ne? Auf der Genau. Messe ist das Und dann immer, ne? genau. Und die haben, also wer sich tatsächlich für eine Meisterschaft interessiert, würde ich diese Messe bzw. diese Meisterschaft anfragen. Da hätten wir jetzt auch noch Zeit zum Trainieren. Wie lange trainieren sollte man so Also ungefähr? man sollte schon mindestens ein halbes Jahr vorher Ah, anfangen. krass. Okay. Ja. Du musst dich ja mit der Thematik auseinandersetzen. Du brauchst das richtige Modell. Das muss gebrieft werden. Genau, das Modell muss mit dir zusammen harmonieren. Du musst ganz genau wissen, was der Die Nägel Ablauf müssen ja auch ist. stimmen, ne? Und Die passenden Nägel müssen dazu. Also du kannst nicht jeden x-beliebigen als Modell nehmen und ja, du musst das richtige Material für die Meisterschaft finden. Ich empfehle immer, ein Seminar zu besuchen bei jemandem, der tatsächlich schon Bei dir Meisterschaftserfahrungen zum hat. Beispiel? Du Zum bist auch Beispiel mir, Segeln ja, dabei, ja. genau. Und der genau auch weiß, welche Eventualitäten auch auf so einer Meisterschaft stattfinden könnten. Also so ein Ja. richtiger Meisterschaftscoach quasi Genau, dann. genau. Ja. Das
das ist schon sehr wichtig, weil diese Erfahrungen bringen einen tatsächlich weiter. Mhm. Es ist sehr interessant, bei jeder Meisterschaft passiert irgendwas, womit du gar nicht rechnest. Zum Beispiel, was bei dir passiert? Ja, dass ein Luftzug falsch war. Also, dass ich habe mir gedacht, okay, ich setze mich in die Mitte, super, da kann mich niemand stören, weil oft stehen dann die Leute links und rechts und gucken und wollen noch mehr gucken und dann sitzen sie fast schon an deinem Tisch und so. Ach, die und Leute können da wirklich zugucken? Ja, ja, okay. Genau. Das wäre nervig. Und ja, also das kann schon sehr nervig sein, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich setze mich schön in die Mitte, da stört mich dann niemand, ich habe Platz und so weiter. Und dann war halt genau über mir die Lüftung. Ja. Also, ne? Und das bei Acryl, es kam ein kalter Strom, mein Material wollte nicht aushärten und ich war schon beim Fallen und es war immer noch alles nass. Ja. Ja. Und aber dann, es hat funktioniert? Ja, einen Nagel habe ich mir beim Fallen dann abgecrashed und dann noch irgendwie wieder versucht dran zu pinnen. aber das sind halt so Sachen, die, oder es ist zu warm, ja, das kann auch passieren, dann härtet dir das Material viel zu schnell aus. Und das sind halt so Sachen, dann trainiert man mal in der Phase, wo man in einem kalten Raum ist, dann trainiert man, wenn es warm ist, dann trainiert man unter verschiedenen Bedingungen. Mhm. Ja. Man hat auch nicht so einen wunderbar ausgestatteten Tisch. Meistens arbeitet man an einer Platte und dann ist die auch noch so tief. Ja. Ich habe das mal gesehen, das sind so ganz kleine Tische, ne? Und dann die Hühner aneinander quasi. Genau, ja. Genau. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, auch immer meinen Stuhl selber mitzubringen, weil diese Stühle unbequem sind, nicht beweglich waren. Ja. Und du brauchst Bewegung, wenn du arbeitest, wenn du was sehen willst. Also wirklich Nuancen quasi, kriegsentscheidend. Mhm. Ja, und also ich hatte tatsächlich auch mal auf einer Meisterschaft, weiß ich, das werde ich nie vergessen. Wir haben alles schon vorbereitet, Modelle waren vorbereitet, Tisch war vorbereitet und unweit von uns war jemand, die kam schon mit so Aldi-Tüten daher. Und war also zwei Aldi-Tüten und wenn man mal so bei einer Meisterschaft zuschaut, wir kommen ja kofferweise daher. Ja. Zwei Aldi-Tüten, da war ihr Material dran. Ja. Schon so okay. Und dann hat sie sich hingesetzt und ihr Modell saß nebendran und wir feilten und machten und präparierten noch die Nagelhaut und was weiß ich. Und die saßen da und haben gefragt, sind wieder zum Rauchen und dann wieder zurück. Und dann irgendwann sind wir dann rüber und dann fragten, sorry, aber ist das dein Modell? Ja. Ja, aber die hat noch Nägel dran. Ja. Ist doch eine Auffüllmeisterschaft, oder? Mhm. Also sie hat sich nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. Okay. Ja. Und sie hat noch nicht mal die Briefing durchgelesen. Ja. Ja, und das ist das A und O. Ja. Ja, den Ablaufplan. Okay, ich glaube, die hat nicht gewonnen, oder? Nee, ja, die hat dann ganz schnell angefangen, alles irgendwie, das geht nicht. Ja. Denn das ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Sie hätte eigentlich nach Hause fahren können. Ja. Sie ist auch nicht fertig geworden. Ja, okay. Ja. Krasser Scheiß. Ja. Wie war dann der Weg zur Weltmeisterin? Ja, also das war bist tatsächlich... Bist du in Amerika getourt und dann ist ja... In Amerika habe ich nicht die Weltmeisterschaft, sondern da habe ich auch sehr, sehr viele, ich weiß noch, in Sacramento, Orlando und so weiter haben wir getourt. Nee, tatsächlich war das in Korea, in Seoul. Und wir waren dort als eine Truppe für die Firma aus den deutschsprachigen Ländern, England, Ungarn und so weiter und traten natürlich für unser Land auf, aber hatten auch gemeinsame Projekte da. Und
diese Meisterschaft, die war einfach gigantisch. Ja? Mhm. Du kommst da als Europäer hin und unter lauter Asiaten, Japaner, Koreaner, Chinesen und so weiter und so fort. Und da bist du schon so wie im Zoo, so was ganz Besonderes. Ja, du als große blonde Frau, das ist dann bestimmt eine Attraktion für sich. Und genau, und aber das Niveau ist halt da echt krass gewesen. Mhm. Ja. Und das haben wir dann ganz schnell feststellen müssen, weil die Asiaten ja dann doch nochmal anders trainieren, wie wir trainieren. Und ja, und dann gab es ja über 2 oder 3 Tage, hatten wir ja da verschiedene Meisterschaften in verschiedenen Divisionen und so weiter. Und wir haben alles mitgenommen, also überall mitgemacht, wo wir konnten. Und die letzte Meisterschaft war sozusagen so eine Gruppenmeisterschaft gewesen, wo 3 sich bilden mussten in der Gruppe. Und wir haben sozusagen, jeder hat eine Aufgabe bekommen. Und dann wie Staffellauf, musst du dir das vorstellen. Okay. Ja, und dann gibst du den Staffel dann, also den Pinsel dann über oder so. Ne? Der eine klebte die Tipps, der andere trug das Material auf und der nächste feilte alles in Form. Also richtig und Teamarbeit. Genau, und dann hast du halt eben nur eine bestimmte Zeit dafür. Mhm. Und dann wird das angefeuert. Stunde? Ich glaube, eine Stunde hatten wir, genau. Und es wurde dann angefeuert. Jedes Team hatte dann so waren dann verkleidet mit Maskottchen. Und also gerade die Asiaten können das super. Krass. Und da war ein gigantisch war das. Ja. Das war eine mega Erfahrung, vor allem auch in dieser Lautstärke konzentriert zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein anderer Hausnummer als hier in Deutschland, ja, ne? Ja, definitiv. Also wir haben es mal hier Jahre später in Deutschland versucht. Es kam nicht die Stimmung auf wie drüben, genau. Ja, und dann ging es ja dann am Nachmittag zur Siegerehrung von allen Meisterschaften. Und dann wurden immer irgendwelche asiatischen Namen aufgerufen, keine europäischen Namen. Und dann ging es zu dieser letzten Siegerehrung für diesen Staffellauf tatsächlich. Und ja, und dann wurde aufgerufen Germany. Und wir haben das gar nicht gecheckt. Okay. Ja. So, alle guckten uns an und wir so, was haben die gesagt? Ja. Germany. Ja, genau, so auf Asiatisch. Ja. Und dann wissen wir, dass das verstanden haben, dass das unser Aufruf war. Genau. Was war dein Part in dieser Dreierkonstellation? Ich habe, ich glaube, ich habe Produkt aufgetragen. Ja, genau. Okay. Ja, Produkt aufgetragen. Okay. Also die eine hat wirklich Tipps gemacht, dann genau. Produkt und dann Nachfeinarbeit. Genau. Ja. Und so haben wir die Weltmeisterschaft, also den großen Pokal gewonnen. Okay. Ja. Ist das so ein Wanderpokal oder gehört der für immer? Ne? Der gehört für immer. Der ist tatsächlich zu Hause bei mir. Okay. Noch nicht hier in den Räumen. Genau, in deinem neuen Studio, da kommen wir auch gleich noch zu. Genau. Ja, mega. Genau. Und wann, welches Jahr war das? Das war 2009 oder 2010 war das gewesen. Genau. Da habe ich gerade angefangen mit Nägeln. Ah, okay. Ja, da habe ich gerade auch meine 3-monatige Ausbildung quasi abgeschlossen und dann gearbeitet. Ja. Ja. Nee, ja, ich habe 2004 habe ich mit Nägelmachen angefangen. Ja, die waren dann doch ganz schön schnell. Mhm. Ja. Wie ist das denn? Ich kenne das aus anderen Sportarten. Ich bin zum Beispiel Bodybuilding-Fan, ich gucke mir immer die Meisterschaften an. Und das ist teilweise wirklich so, dass es kommt darauf an, wie groß dein Stellenwert ist oder mit welcher Firma du zusammenarbeitest, um eine bessere Platzierung zu kriegen. Ist das bei Nägeln auch so oder geht es da wirklich um das Handwerk? Also man munkelte immer wieder mal, aber ich würde das so nicht sagen. Also es ist schon so, wenn du gut bist, dann bist du einfach gut, fertig.
Und dann. Also die Judges lassen sich nicht beeinflussen irgendwie durch. Nee, nicht. Also es ist, kommt natürlich immer wieder mal so zum Gespräch, ja, der kennt den und die wissen schon. Und vorne die Floor-Judges, die merken sich die Nummer und dann geben sie es hinten in den anderen Judges, damit die wissen, okay, das sind die Nägel von der und der und das sind die Nägel von der und der. Klar bist du ab und zu dann, wenn du selber frustriert bist, weil du nicht die Platzierung oder sonst was erreicht hast, lässt du dich selbst auch ab und zu mal so verleiten und ja, und alle sind gegen dich und so. Und aber eigentlich hat das immer was mit deiner eigenen Arbeit zu tun. Ja. Okay. Weil entweder du bist gut oder du bist es nicht.